Mentor-Podcast, Lektion 6. Der richtige Opener. Also mein Lieber, wenn wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Du bist aktuell unterwegs, du hast dein Mädchen fokussiert, du hast dich auf sie aufmerksam gemacht und du hast sie insofern schon gestoppt bzw. in einer gewissen Art und Weise vorgewarnt, dass du sie jetzt gleich ansprechen wirst und dass es nicht nur beim Augenkontakt bleiben wird. Wenn wir uns jetzt mal über den Opener unterhalten, dann sollten wir uns erstmal klar machen, was hat denn eigentlich der Opener? Ich sage das immer gerne in Anführungsstrichen, weil Opener, das klingt immer so wahnsinnig technisch. Welche Aufgabe hat denn der Opener? Der Opener ist in meinen Augen erstmal dazu da, um generell eine Interaktion zu beginnen. Das heißt praktisch so eine Art in Anführungsstrichen Dosenöffner für das, was jetzt dann später passiert. Wichtig beim Dosenöffner, beim Opener ist im Großen und Ganzen, dass es erstmal vollkommen egal ist, was du sagst, solange du es mit einem Lächeln sagst. Denn, das hatten wir ja schon, du reagierst immer positiv auf einen Menschen, der lächelt. Was ist beim Opener noch wichtig, jetzt mal grundsätzlich? Wichtig ist auch noch, dass deine Stimme bestimmt, aber höflich klingt. Das ist also jetzt der nonverbale Teil. Das bedeutet, ganz wichtig ist, dass sie merkt, hey, okay, seine Stimme ist nicht zittrig, er ist aber dennoch bestimmt und höflich. Also er ist jetzt nicht, hey, warte mal, hallo, und da, sondern du bist, hi, entschuldige bitte. Und das hi, entschuldige bitte, ist jetzt auch schon der erste Teil unseres Openers. Warum hi, entschuldige bitte? Warum nicht, boah, du bist mir gerade aufgefallen und hin und her? Nein. Hi, entschuldige bitte ist genau der Ausdruck von dem, was ich gerade gesagt habe. Bestimmt, aber höflich. Denn hi ist erstmal okay, hallo, ich bin jetzt da. Entschuldige bitte solltest du in meinen Augen deshalb sagen, weil du weißt nicht, ob sie gerade unterwegs ist, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Vielleicht hat gerade ihr Freund Schluss gemacht, vielleicht ist ihr Hund gestorben, vielleicht weiß ich nicht. So oder so reißt du sie aus ihrem Alltag. Und du darfst sie auch aus ihrem Alltag reißen, aber das Ganze nochmal bestimmt und höflich. Deshalb, hi, entschuldige bitte, warte mal kurz, hey, hallo. Viele Leute sind ja immer so, die neu mit Daygame beginnen. Viele Jungs haben ja immer dann so dieses Ding, okay, ich weiß dann nicht, was ich sagen soll, wie überhaupt und keine Ahnung. Versuch's doch einfach mal mit einem hi. Ich gebe euch jetzt gleich noch ein paar Beispiele. Also keine Sorge, um Gottes Willen, es bleibt jetzt nicht beim Hi. Ich möchte nur sagen, Hi, entschuldige bitte, ist in meinen Augen der mit Abstand beste Opener überhaupt. Wenn ich mich jetzt mal an die letzten, lass mich mal kurz nachdenken, an die letzten 4, 5 Mädchen erinnere, mit denen ich geschlafen habe, wie wir uns kennengelernt haben, das waren alles Mädels aus dem Daygame bzw. aus dem Nightgame, dann war mein Opener eigentlich immer Hi. Ziemlich lahm erstmal, oder? Ich habe aber diesen in Anführungsstrichen lahmen Opener durch nonverbale Kommunikation wettgemacht. Das bedeutet, mein Lächeln war nicht, okay, hey, ich habe gerade einen lustigen Film gesehen, Lächeln, sondern mein Lächeln war, wow, du siehst aber hübsch aus. Und genau das habe ich mir gedacht. Ich habe es zwar nicht gleich gesagt, aber ich habe es mir gedacht. Und das merken Mädels, weil Frauen wahnsinnig empathisch sind. Das bedeutet, ein Hi, entschuldige bitte, ist nur dann langweilig, wenn du es genauso rüberbringst, wenn du den Opener so rüberbringst, als würdest du ihr was verkaufen wollen, wenn du dich benimmst, als wärst du ein Versicherungsvertreter. Wenn du dich aber schon von Anfang an benimmst, als wärst du ihr zukünftiger Lover, dann ist das Hi, entschuldige bitte, wie ich schon gesagt habe, bestimmt höflich und auch schon ziemlich sexy, wenn man mal ganz ehrlich sein soll. Also nur noch mal ganz kurz, wenn du dir denkst, okay, hey, ich kann jetzt nicht sonderlich direkt sein, das ist mir irgendwie unangenehm, dann halte dir vor Augen, dass meine letzten 4, 5, 6 Daygame-Lays alle mit einem Hi, entschuldige bitte begonnen haben. Was auch noch wichtig ist bezüglich des Openers. Kein Mädchen liegt mit dir im Bett, nachdem du sie angesprochen hast, nachdem ihr euch unterhalten habt, nachdem ihr euch gedatet habt, nachdem ihr gemeinsam Sex haben wollt. Kein Mädchen liegt kurz bevor ihr miteinander schlaft im Bett und sagt zu dir, also du hast ja eigentlich alles ziemlich gut gemacht und ich finde dich auch sexy und ich mag dich auch, aber wenn ich mir jetzt nochmal deinen Opener überlege, also ich weiß nicht, ob ich wirklich mit dir schlafen soll. Das klingt ziemlich bescheuert, oder? Genau, wird nicht passieren. Also macht euch nicht so einen großen Kopf um den Opener, weil der im Endeffekt nur
Ja, das ist nur ein kleiner Teil von all dem, was passiert, von all dem, was wir jetzt in den kommenden Lektionen, wir sind ja jetzt bei der Halbzeit, besprechen werden. Also der Opener ist, wie gesagt, nur ein Dosenöffner. Der Punkt an der ganzen Sache ist, bevor wir jetzt tatsächlich auf die verschiedenen Opener eingehen, auf die verschiedenen Arten, was ich hier noch unbedingt loswerden möchte, ist, solange du Hi sagst, ist vollkommen irrelevant, was danach kommt, was du danach sagst, denn nur mit diesem simplen Hi, entschuldige bitte, hebst du dich von 99% aller Männer ab, mein Lieber. Und du bist stark und du bist mutig und du bist auch verdammt sexy, schätze ich mal. Und das ist schon, also ich meine, mehr kann man in dem ersten Stadium des Kennenlernens nicht machen. Ne? Also auch wenn du dir jetzt hier denkst, okay, was ist, wenn sie mich dann zurückweist oder wenn sie mich ignoriert oder keine Ahnung, kann manchmal passieren. Das liegt aber dann nicht an ihr, sondern das liegt an dem, wie du dieses Hi, entschuldige bitte oder wie du die Ankündigung präsentierst. Wenn du das schüchtern und naja, ich würde bei mir jetzt auch irgendwie nicht stehen bleiben, wenn du das so rüberbringst, warum soll sie dann stehen bleiben? Das heißt also jetzt nochmal zum ersten Teil abschließend, sei bestimmt, aber höflich und beginne, egal was du danach sagst, jeden ersten Satz, jeden Opener mit Hi, entschuldige bitte, darf ich dich ganz kurz stören, darf ich dich kurz aufhalten? Mit dem Lächeln, da wird jedes Mädel stehen bleiben. Also ich hatte das, glaube ich, bisher erst einmal, dass ein Mädchen einfach weiterging, aber die, glaube ich, das war am Bahnhof, die war übel im Stress. Also da konnte sie eigentlich jetzt nicht mal sonderlich wirklich was dafür. Wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Arten der Opener vor Augen führen, welche Möglichkeit gibt es denn? Es gibt die Möglichkeit, dass du deinen Opener sehr direkt gestaltest, dass du ihn medium direkt gestaltest und dass du ihn indirekt gestaltest. Als ich mit Dagen begonnen habe, war ich immer sehr direkt. Das bedeutet, ich dachte mir, ich muss innerhalb der ersten 5 Sekunden sofort verbal klar machen, warum ich hier bin. Zum Beispiel, du bist mir gerade aufgefallen, weil ich finde dich heiß, weil ich finde dein Kleid geil, weil ich finde deine Haare schön. Das ist sehr, sehr direkt. Im Großen und Ganzen darfst du mit einem sehr direkten Opener auf jede Frau zugehen. Und du darfst in diesem sehr direkten Opener auch genau das sagen, warum du auf das Mädchen zugegangen bist. Wenn du sie zum Beispiel angesprochen hast, weil sie wunderschöne lange braune Haare hat, die sie gerade nach hinten geworfen hat, als wäre sie irgend so eine Diva, dann kannst du ihr das auch genauso sagen. Zum Beispiel, hey, entschuldige, warte mal ganz kurz, jetzt muss ich echt mal was loswerden. Du hast jetzt gerade deine Haare dermaßen sexy zurückgeworfen und ich konnte irgendwie dich wegschauen. Jetzt dachte ich mir, ich sage einfach mal Hallo, hi, ich bin der Konstantin. Das wäre zum Beispiel ein sehr direkter Opener. In diesem Fall hast du meiner Meinung nach passieren da meistens dann 2 Dinge. Das Mädchen ist entweder total verlegen und lacht und wundert sich total, weil ihr das gar nicht aufgefallen ist, was sie gesagt hat, und weil sie sich total freut, dass so ein cooler Typ wie du auf sie zugegangen ist. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass sie auf den Opener so reagiert, so, ja, boah, okay, keine Ahnung, ich habe einen Freund, geh wieder. Das hat aber nichts mit deinem Opener oder mit deiner Präsentation dieses Openers zu tun, sondern das hat einfach mit ihrer Persönlichkeit zu tun, weil sie einfach gerade nicht bereit ist, dass sie ansprechbar ist. Damit kommen wir jetzt einfach mal zum zweiten Punkt, zum direkten Opener. Der direkte Opener ist zum Beispiel jetzt, hey, du hast einfach gerade so nett gelächelt, du siehst super sympathisch aus, ich wollte jetzt einfach mal Hallo sagen, weil ja, ansonsten, keine Ahnung, sehen wir uns nie wieder. Das ist zum Beispiel ein direkter Opener. Der ist relativ medium, der ist relativ nett, der ist aber trotzdem ehrlich und authentisch. Du sagst ihr aber halt nicht, dass du sie übel sexy findest und dass du sie gerne flachlegen würdest. Jetzt mal ganz, ganz krass formuliert, ne? Das musst du nicht immer sagen, aber jetzt beim direkten Opener ist tatsächlich sowas wie, hey, du siehst sympathisch aus, du bist mir aufgefallen, weil du so nett gelächelt hast. Du kannst bei einem direkten Opener, und der ist im Übrigen ziemlich geil, ein direkter Opener ist zum Beispiel auch, hey, entschuldige, warte mal ganz kurz, bist du ansprechbar oder bist du gerade im Alltagsmodus gefangen? Das ist so ein direkter Opener, der mir wahnsinnig gut gefällt und der bringt sie eigentlich immer zum Lachen. Warum? Naja, weil sie höchstwahrscheinlich in ihrem Alltagsmodus gefangen ist. Du kannst auch zum Beispiel als direkten Opener sowas sagen wie, hey, warte mal kurz, entschuldige bitte, darf ich dich kurz stören? Du hast 100% einen Freund, oder? Und du gibst mir gleich übel die fiese Abfuhr, kann das sein? Und dann ist sie wahrscheinlich so, ah, ja, wieso sollte ich das tun? Und ja, aber ich habe einen Freund, oder nee, ich habe keinen Freund. Wenn sie dann sagt, nee, ich habe keinen Freund, um Gottes Willen, wie kommst du denn da drauf? Ja, dann bist du schon voll drin. Und dann, wenn wir jetzt mal Pickup-Terminologie nutzen, dann bist du sofort in dem IOI drin, also Indicator of Interest.
Das ist zum Beispiel ein direkter Opener. Meine bevorzugte Variante ist allerdings erst indirekt öffnen und dann danach direkt werden. Zum Beispiel meine ich damit, das hatten wir auch in dem ersten Infield-Breakdown angesprochen. Da war ich in der Fußgängerzone in München und es war wahnsinnig viel los. Da war eine Bühne aufgebaut. Und da bin ich zu einem Mädchen hingegangen und habe gesagt, hey, entschuldige bitte, warte kurz. Sag mal, was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Leute? Was hat denn die Bühne? Ne? Und was ist denn das hier? Dann hat sie mir das kurz erklärt und habe ich gesagt, wow, das ist sehr interessant. Du schaust übrigens ziemlich gut aus und ich finde, du hast dir heute echt ein Kompliment verdient. Also sorry, dass ich jetzt so rausbresche damit, aber ja, hey, wollte ich einfach nur kurz loswerden. Also Kompliment, siehst toll aus. Dann siehst du, oh, danke, das ist aber nett von dir. Warum hat sie in diesem Fall so positiv reagiert? Ich sage ja immer, wenn du indirekt auf Mädchen zugehst, bist du eine Pussy. Das stimmt auch. Die Sache ist nur die, wenn du sofort mit der Tür ins Haus fällst, mit dem sehr direkten oder mit dem direkten Opener, dann sieht das, was du tust, aus, als würdest du sie gamen. Das heißt, Mädchen stehen immer wahnsinnig auf diese Filmszene, so von wegen, ihr fällt ein Blatt Papier auf den Boden, der Typ beugt sich vor ihr runter, beide fassen gleichzeitig an das Blatt Papier, weil es er ihr aufheben wollte, dann stehen sie gemeinsam, während sie beide noch die Hände am Papier haben, auf und dann lächeln sie sich an und ihr Blick sieht aus, als würden sie sich schon ewig kennen und als würden sie nächste Woche heiraten. Das ist das, worauf Mädchen stehen. Und das gibst du ihnen mit dem erstens indirekt sein, also erstmal keine Bedrohung sein, kein ich will was von dir, sondern einfach nur, hey, entschuldige, sag mal, was ist denn das hier, was oder wo kann man heute noch hingehen, keine Ahnung, sowas. Aber wenn du erst indirekt bist, dann musst du danach unbedingt direkt werden, du musst dir unbedingt ein Kompliment machen, weil ansonsten bist du nur der nette Typ, der einfach nach dem Weg gefragt hat. Also indirektes Game ist sehr, sehr advanced, sehr, sehr für Fortgeschrittene. Und ich würde dir raten, dass du am Anfang eher den Mittelteil nimmst, also so, hey, ich finde dich sympathisch, also direkt sein, dass du dann irgendwann mal sehr direkte Sachen ausprobierst, weil du dann natürlich auch angriffslustiger wirst, weil du Blut leckst, weil du merkst, okay, es kann mir nichts passieren. Wenn du beide Stadien dann durchgemacht hast, dann würde ich dir raten, dass du irgendwann lockerer wirst, dass du gelassener wirst, ruhiger wirst und dass du dann indirekt wirst und aber danach extrem direkt, also dass du dann auch richtig zum Flirten beginnst, weil ganz wichtig, Abwehrhaltung entsteht nur dann, wenn man das Gefühl hat, dass jemand was von einem will und das passiert beim direkten und beim sehr direkten Opener. Ich will dir also sagen, sei nett, sei höflich, sei bestimmt und es wird nichts passieren. Jetzt zum Abschluss dieser Lektion sprechen wir noch mal ganz kurz auf über die nonverbale Seite des Openers und über die Körpersprache. Ganz wichtig ist, halte deine Beine in etwa schulterbreit, halte deine Füße schräg auseinander. Also jetzt nicht mit einem Sichelfuß dastehen, sondern versuch deine Beine einfach schulterbreit vor ihr aufzustellen. Zweiter Punkt, niemals zappeln, okay? Achte da wirklich drauf, üb das auch wirklich bewusst, niemals zappeln. Steh ruhig da, denn das beruhigt auch sie in dieser Stresssituation, weil ich meine, ein fremder Mensch kommt auf sie zu, ein fremder Mann, und wenn er dann auch noch sowas sagt wie, hey, du bist mir gerade aufgefallen, weil ich dich ziemlich sexy finde, ehrlich gesagt, dann ist das erstmal eine Gefahrensituation für sie. Deshalb nimm ihr das Ganze dadurch, dass du nicht zappelst, dass du sehr ruhig dastehst, dass deine Ruhe auf sie abfärbt und lächeln nicht vergessen. Ganz wichtig auch noch, wenn du eine Sonnenbrille aufhast, weil gerade schönes Wetter ist, nimm die Sonnenbrille ab, sie soll dir in die Augen schauen können. Zweiter Punkt, oder was heißt zweiter Punkt, letzter Punkt hier noch, keine schwitzigen Hände. Ich weiß, man ist manchmal aufgeregt, es geht einem die Pumpe, man bekommt schwitzige Hände. Wenn du schwitzige Hände hast, dann wasch sie oder dann reib sie davor an deiner Hose trocken. Das merkt sie nicht, mach das ganz dezent, aber gib ihr keine schwitzige Hand, euch nicht zu sehr auf den Opener, weil solange du dich generell mal in die Unterhaltung wirfst, wird der Rest von ganz alleine kommen. Was dann kommt, das besprechen wir jetzt in den nächsten Lektionen.